Das ist Level größtenteils wahrscheinlich, oder? Level 13 im Jungle, Alter, holy shit. Ja, ist schade, dass wieder das Early so viel schief gegangen ist. Dann sehe ich hier eine ganz klare Tendenz zu, das war ein erstes Game. Kennen Sie schon den Fluch des ersten Games? Guck mal, wir haben doch wieder unseren Jungle. Diesmal haben wir auch keinen Lee Sin Support, der sagt, oh, ich brauche Thresh, sonst wird das nichts, kriegt seinen Thresh und legt dann sowas hin. Ich fange einfach jetzt erst an. Ja, ich habe jetzt erst angefangen. Hast du vollkommen recht, hast du vollkommen recht. No Asia Top. Oh je. Oh je. Oh je. Jetzt nach der Arbeit erstmal entspannen. Ich hoffe, du bist nicht in meinem Gegnerteam Ausraster. Dann klappt das schon mit dem Entspannen. Samira, Sylas, Elise, Rakan. Das Gefühl gerade in dem Game. Das Game war keine gute Benchmark. Das Game war keine gute Benchmark. Ende der Diskussion. Ne, wir probieren es nochmal. Wir probieren es nochmal. Release the Tootle. You shall receive the Tootle. Tootle. Okay. Oh lol. Oh mein Gott, ich habe die nie wieder zurückgemacht. Gott, komplett vergessen einfach. Da war eine sehr lange Tootle. Die war einfach mal wichtig. Kriege ich hier oben ein Leash? Bestimmt, ne? Bin mir sicher, dass da was passieren wird. Elise Jungle. Lange nicht gegen Elise gejungelt. Außerdem müssen wir uns im Early einfach nur vor den All-Ins hüten und im Late noch mehr. There's a Spoda somewhere here. What the fuck? Where the fuck are you guys going? Was war das denn? Jetzt fehlt mir die XP von den zwei da oben. Das gibt's doch nicht. Was war das denn? Wo sind die hin, die Crux? Da muss eine Elise in der Nähe gewesen sein. Das machen die halt, wenn man halt Cute und Master Yi, haben die Jungle Monster kein Ziel mehr und suchen sich das nächste Ziel raus. Unabhängig davon, ob man das als Spieler sieht oder nicht. Das heißt, die können auch in den Fog of War gucken, sozusagen. Deswegen heißt das, dass da irgendwo halt eine Elise rumsaß. Oh Gott, ich komme. Oh Gott, das wird schwierig. Ah, kann ich nichts mehr retten, fürchte ich. Oh mein Gott, wie viel Schaden du noch machst. Na, da kann ich jetzt nicht rein. Aber da kann ich gleich ein Play machen. Ah, so close. Dankeschön, Ari, dass du meinen Int ausgleichst. Das ist die beste Position zum Zocken, by the way, falls ihr es noch nicht wusstet. Ist mit Abstand die allerbeste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir warten, bis die Spinne vorbeiläuft. Das ist schon wieder so los. Meine Ulti ist erst gelevelt worden durch den Kill, was mir kein Reset auf der Q gegeben hat, sonst wäre die tot. Neue Meta im Stehen zocken. Im Stehen zocken bestimmt auch gar nicht so schlecht, aber für Lee, glaube ich, extrem counterproductive, oder? Wen haben wir denn die Kills gespendet bisher? Größtenteils Elise und Rakan. Ja, perfekt. Das sieht nicht gut aus. Warum ghostest du da noch? Oh mein Gott! Sag gar nichts. Oh, die veränderten Cooldowns hitten schon ein bisschen auf Yi, ich merke das. Hat gedasht, der ist einfach tot. Da muss ich mal für ulten. Hallo Rakan. Ich würde mich primär jetzt erstmal um deinen ADC kümmern, tatsächlich. Sehr schön. Oh. Hallo? Hä? Ach, die springt auf Gegner, Lukas, natürlich. Es ist... Ach, ich bin so dumm. So, Samira und Dingens kommen gleich schon wieder. Das heißt, ich darf ja nicht zu lange bleiben. Aber ich greede für jeden einzelnen Crux. Das ist kein Problem. Das kann ich gut. Ja, ich glaube, damit sollten wir jetzt gut Setup sein mit den drei Kills, die wir da gerade gekriegt haben. Ich mache jetzt noch Wölfe, dann gehe ich back und dann ist mein Leben in Ordnung. Was sehe ich da? Nichts Gutes. Ich kann euch 1v2'en. Das ist definitiv nicht gut. FF, ach Leute. Euer Mäntel. Wir gehen nicht next. Halt dein Maul. Bro, you hyper in my lane. Ja, aber jetzt bin ich hyper ahead. Jetzt stehe ich 5-3-2. Glaub mir, das reicht. Hast du Augen? Sie hat die nicht gesehen. Sie hat die nicht gesehen. I'm not kidding you. Ulte doch weg. Du hast doch einen Charge. Du hattest keinen Charge mehr. Dann erfinde doch einfach einen Charge. Meine Güte, ist doch nicht so schwierig. Ach, schade. Ich dachte, er würde jemand da... weit genug zur Wand hinlaufen. Haha. Ganz genau so. Ganz genau so. Als der Sylas von den anderen beiden weggelaufen ist, war ich schon so, ah, okay, da ist eine Möglichkeit. Und dann gehen wir jetzt straight zum Drachen. On my way.
Junge, wie ich jetzt einfach alle Items hintereinander durchsnowballe, das ist so dumm. Mit Textu haben Masa und ich beide komplett vergessen irgendwie. Machen wir auf jeden Fall wieder, sobald sich das wieder anbietet. Ich hatte einen Autotech bis Q. Ich hätte länger wählen sollen. Ich dachte, sie kokont halt instant. Deswegen habe ich auch instant auf Fight-Modus gewechselt. Ja, war nicht so gut, dass sie alle kamen. Dass er nicht gestorben ist, ist turbo unlucky. Cheers, Lad. Er intet sie einfach komplett. Er hätte das legit carryen können. Und was macht er? Er weht daneben. Er weht härter daneben als alles andere. Die ist so getiltet jetzt, Alter. Sunfire ist auch schwer zum Snowballen. Der Schnee schmilzt doch. Ach, ja. Er gibt natürlich vollkommen Sinn. Hast du recht. Ja, ich habe eine Shelly, Leute. Damit können wir auch weitermachen. So, der Tower ist weg. Was ist jetzt genau Jins Problem? Weiß ich nicht. Ja, die tilten und flamen sich irgendwie alle gegenseitig. I don't know. Oh mein Gott. Jetzt kommt halt mein Powerloch. Jetzt kommt mein dickes Powerloch. Ich glaube tatsächlich, mit dem Damage-Bild hätte ich da gerade alle getötet. Und sie macht einfach den größten Fehler. Und er macht den zweitgrößten Fehler. Ich glaube das nicht. Wie könnt ihr so enden, Leute? Wie könnt ihr einen so safen Fight so enden? Nein, 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 nein. Wieso warten die dann nicht auf euch? Alter, meine Güte. Nice. Und somit ist unser Powerloch überstanden. Was hat die Samira denn da gemacht? Meine Ulti war quasi schon kurz davor auszulaufen. Ich war schon so, ja, okay, ich habe jetzt keinen Weg mehr, um den Reset zu kriegen. Und damit ist der Fight eigentlich over. Und der Drache gehört denen. Und plötzlich steht die Samira einfach in unserer Backline. Schon mal was von Titanic Hydra hier gehört? Sieht witzig aus, oder? Ist geil, oder? Ist einfach nur geil. Ha, schön. Camp stuck. Ups. What are you doing, Step Camp? Was gehen wir jetzt hier drauf? Black Cleaver? Ich finde Black Cleaver eigentlich doch extrem geil in dem Bild. Ich glaube, die Cooldown-Geschichte ist vielleicht doch gar nicht so wichtig, wie man denkt. Normalerweise, was würde ich jetzt normalerweise hier gehen? Sterax, right? Ja, Sterax ist halt aber auch einfach turbo-strong. 400 Leben gegen 350 und AD. Aber Sterax? Nee. Black Cleaver, Sterax? Black Cleaver, Sterax? Ich glaube, ich gehe für Black Cleaver mal. Lass uns mal Black Cleaver ausprobieren. Also, ne, wir erinnern uns, Black Cleaver hat halt Ability Haste. Ability Haste ist scheiße, weil Ability Haste halt unseren Cooldown reduziert, den wir wieder bekommen, wenn wir Autotext machen von unserer Q. Das ist halt scheiße. Das Bild ist Turbo Strong, nur wenn es über dieses Powerloch hinwegkommt. Nur wenn es über dieses Powerloch Sunfire hinwegkommt. Weil wenn du halt 3200 Gold in ein Item investierst, das alleine recht useless ist. Oh, oh, dead. Im Toplane haben wir jemanden, der deft. Oh my. Why lässt du dich da? Achso, du hast dich catchen lassen. Das ist nicht. Ich dachte, er wollte das fighten, aber der. Okay, Toplane scheitert an einer Ribbon mit drei Leuten. Ist das euer Ernst? Hat die gerade einen Triple Kill gemacht? Okay. Solo Carry also. Kein Problem. Ich kann das carryen. Rakan kommt gleich wieder zurück. Pass auf. Oh, wow, hier steht ja noch ein Tower. Hä? Oh, scheiße. Ja, so nicht. Oh, die kann ich alle töten, wenn ich volle Cooldowns habe. Aber halt nicht, wenn ich so dumm in vier Leute reindive. Ich dachte nicht, dass die sich alle noch da verstecken. Das dachte ich in der Tat nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier am meisten Sinn ergibt. Ich habe das Gefühl, Attack Speed kann ich schon noch gebrauchen. Aber ich weiß nicht, was ein guter Weg ist, um jetzt Attack Speed in dieses Bild reinzukriegen. Logischerweise ist Wits End ein guter Weg. Aber ja, ich habe auch sehr viel magischen Schaden gerade bekommen, actually, ne? Ja, lass uns mal ein Wits End da drauf bauen. Das gibt mir zwar nicht die Tankiness, die ich unbedingt erwarte. If we fight as five, they have no chance. Guck mal, ihr haltet das doch auch gerade schon hervorragend. Ihr werdet zwar trotzdem alle sterben, aber ihr haltet es hervorragend. So, macht ihr jetzt Baron, ist die Frage. He, you have to stay with us. Ja, jetzt gerade habe ich aber hier drei potenzielle Low Game. Oh mein Gott, ihr macht weiter. Mein Flash ist noch auf Cooldown!
Ne, ich kann aber nicht. Ich bin so traurig. Das Ding ist halt auch, die kann mich jetzt halt auch Kokon. Das tut mir nicht sonderlich viel weh. So, erst wenn viele Leute da sind. Also ich meine, das Ding ist halt, die A-Dealer machen wir fertig. Das ist mehr Elise, ist mehr mein Problem und der CC. Und von daher, ja, okay, gegen den CC hilft auch das nicht. Ja, Death Dance mag ich auch eine Option sein, maybe. Aber ich glaube, Wits End. Das Ding ist halt, Wits End, dann kann ich auch Serac spawnen. So, anstatt Death Dance. Ich brauche den Attack Speed. Für den Attack Speed machen wir das da gerade, was wir machen. Oh, Trinder, mir gefällt mir sehr. Hä, wieso lebt er noch? Oh mein Gott, da hat sich die Ulti gesnackt. Ja. Aber jetzt ist es immer noch. Immer noch Titanic Hydra G. Sehr schön, das Game. Also mit ein bisschen Leben ist Titanic Hydra G halt so strong. So, so strong. Ich liebe es einfach. Wie unfassbar insane strong das sein kann. Dass man so eine Games halt so gut doch auch verarbeiten kann. Die wird wieder gebufft? Really? Es beschweren sich ja alle. Also das On-Hit-Bild soll ja auch angeblich momentan eine Katastrophe sein. Aber hier soll wieder gebufft werden? Lovely. Ich habe mich schon gefreut, dass das Bild auf dem Server bleibt, so wie es ist. Vielleicht ändern sie wieder mal was um. Ich würde sagen, wir honoren die Ahri. Die ist, glaube ich, tiltproof geblieben. Die Nerds waren schon hart auf dem Hardweg. Sie waren hart. Aber sie ändern halt nichts daran, dass das hier trotzdem funktioniert. Like, guckt euch an, ich bin Tank gegangen. Ich habe Tank gebaut. Ich habe Sunfire Titanic Black Cleaver gebaut. Meine Prediction war ja zum Glück, da kann ich einmal daraus sagen, dass ich doch halbwegs den richtigen Instinkt hatte, komplett korrekt, als ich gesagt habe, dass diese eine Line in der Q, dass On-Hit-Effekte auf der Q applied werden, dass die halt komplett wild wird. Und das ist auch das, was dieses Bild gut macht.